Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Revelations. Ich glaube, da zurück geht es jetzt erst nicht mehr. Nö. Da ist erstmal zu. Na gut, schauen wir mal weiter. Ich glaube, da kommen wir auch erstmal so schnell nicht hoch. It's her again. It's like she's got eyes everywhere. Something's not right about this. Be careful. Das sieht auch nicht so gut aus. Gut, hier ist überall noch zu, ne? This is Niels. Behold Prometheus, who was bound to a rock for stealing divine power. That's nice. Where's Niels? If you want to see him again, you'll have to brave the scaffold of the gods. Okay. We've got to hurry. Niels needs me. He needs you? Let's search inside. Okay, das müssen wir aufgemacht. Sehr freundlich. Na, können wir mal gucken, was ihr noch habt. So, möchtest du mal hier öffnen, bitte? So, sehr schön. Schießpistole, Munitionshalter, okay. Dann mal hier damit. Da hinten ist nix. Ist hier oben noch irgendwas? Emblemmäßiges, aber ich glaube, das würde man besser sehen, ne? Retinal scanner in a factory? God damn this! It's not gonna let us through. Which means we need someone else's eyeball? Yay. Ja, wird sich bestimmt noch finden. Gut, aber ich meine, wenn die jetzt mal offen ist, die Tür, lass uns die doch mal nutzen. Okay. Eine Werkbank, cool. Irgendwas Neues, scheinbar nicht. Okay, dann lassen wir das mal. So, noch irgendwas fokussieren. Ah, nicht so wirklich, wie mir scheint. Okay. Einmal gespeichert, sehr nett. Okay, hier ist aber einigermaßen ruhig noch drin. Sehr schön. Oh, hi.
So. Bisschen im Weg rumgestanden, ne? Da war wohl immer noch nicht so ganz tot. Yep, das ist gerade etwas nötig. Danke. Da ist leider nichts drin. Noch eine Menge Fleisch. Also laut OBS hat der leider gerade auch ziemlich viel verworfene Frames. Also verhältnismäßig viel. Ich muss da mal gucken, wie es nach der Aufnahme aussieht. Gefällt mir nicht so. Können wir eigentlich irgendwas basteln? Eine Brandflasche mit. Das geben wir mal ab. Brauche ich noch Verbandmittel? Ich glaube nicht. Ja, guck mal. Direkt die nächste Flasche. Köderflaschen mittlerweile. Da brauchen wir einen Verarbeitungsanlageschlüssel. Okay. Ich denke, hier geht es dann auch nicht weiter. Ah, das scheint irgendeine. Das scheint irgendeine Banddurchsage zu sein hier von der Fabrik, okay. Gehen wir jetzt erst hoch oder erst runter? Das ist die Frage. Na? Irgendwelche Klo-Zombies? Netterweise nicht. Ja, aber auch sonst sieht das, glaube ich, ganz gut aus hier. Können wir das abstellen? Sieht nicht so aus. Okay, ab nach oben. Auch hier so ein Retina-Scanner, ne? Ja. Vielleicht können wir deine Augen haben. Da ist auf jeden Fall was Interessantes. War hier irgendwas Tolles, ne? Da war bestimmt noch irgendwie jemand runtergesprungen oder so. Okay, hier ist zumindest jemand. Ah ja. Erwischt.
So. Kannst du direkt schon mal das grüne Kraut hier einsetzen? Obwohl, jetzt geht's wieder. Okay. In Ordnung. Scheinbar ist jetzt wieder einigermaßen fit. Die Moira. Gut, ja, die soll ich ja doch wieder ein bisschen eher aus der Distanz angehen. Da drin scheint noch was abzugehen. Erstmal zu. Of course this factory had to be a fucked up factory. Ich habe jetzt hier nichts gesehen, was großartig instand ist. Ja, das war dann mehr oder weniger zu erwarten. Okay, da hätten wir noch ein künstliches Auge. Du hast ja noch Platz, oder? Ja. Okay, wir können das wieder einsetzen, wahrscheinlich um das zu stoppen, oder? Dann warten wir doch gerade mal. Jawohl. Ha. So. Einfach mal den Tod anerkennen wie ein Erwachsener. Cool, damit haben wir jetzt den Verarbeitungsschlüssel. Sehr schön. Und schon habt ihr die Musik geändert. Ah, und du kommst raus. Okay. Natürlich kommt noch jemand von hinten. Ey, du musst doch mal weglaufen. So, haben wir jetzt mal Ruhe? Wir haben ein bisschen was an Munition gekostet. Scheint mir aber so. Gut, dann nochmal alles durchgeladen, was wir soweit haben. Und da werden wir wohl immer noch nicht reinkommen. Jetzt können wir zumindest da mal drüber. Cool. Da ist noch zu, aber wir können hier rein. Dann komm mal mit. Wenn wir ja auch mit der Brandbombe ganz gut was reißen können. Dann haben wir die halt noch für Notfälle. Wer weiß, was hier noch alles kommt. Irgendwie ist sonst nichts Interessantes hier, ne? Schlüssel haben wir, da geht's dann wieder runter.
Ach genau, und da kam jetzt der Große raus. Okay. MG-Munition. Ich jetzt leider mal wieder keinen Platz für habe. Ist hier noch irgendwo was? Musik stresst mal nicht so. Ich war doch gerade im Inventar. So, dann gehen wir uns noch ein bisschen Desinfektionsmittel. Scheint aber wirklich noch was zu sein. Ich dachte, ich hätte gerade Grunzen gehört. Tagebuch des Fabrikleiters. Auf Russisch. Ich habe alles getan, was ich konnte, aber ich werde wohl meine Eltern dennoch enttäuschen. Ich kann den Familienbetrieb nicht mehr retten. Es kommen keine Aufträge mehr herein und ich kann nichts dagegen tun. Das muss alles ihre Schuld sein, daran besteht kein Zweifel. Sie arbeitet hartnäckig daran, uns zu vertreiben. Und sie wird sich wohl durchsetzen. Ich weiß, dass uns die Möglichkeiten fehlen, sie zu bekämpfen. Für wen hält sie sich denn? Fühlt sich auch wie ein allmächtiger Diktator. Aber wie die Dinge jetzt stehen, wäre es unmöglich, ihr Paroli zu bieten, während man hier auf der Insel lebt. Ich habe wirklich keine Wahl. Ich muss tun, was sie verlangt. Zumindest hat sie versprochen, dass ich meinen Platz als Leiter behalten darf. Das ist ja immerhin schon mal etwas. So, du bist schon wieder... vollgeladen. Jetzt aber. So. Zack. Schauen wir hier nochmal rein. Jawohl. Das nehme ich auch gerne mal mit. Und noch mehr Schießpulver. Das hat sich gelohnt. Aber gut, war halt auch ein dicker Gegner in dem Raum hier. Oh, hier scheint echt noch jemand draußen zu sein. Hi. Dankeschön. Kommt noch mehr davon? Okay, dann Fernkampf. Ach, oder seid ihr jetzt einfach aufgestanden? Ich dachte, du hast mich geheilt. Na gut, so. Jetzt dürften wir es aber haben. Ja, wahrscheinlich echt hier die, die noch irgendwie aufgestanden sind. Gut, hier geht es nochmal nach unten. Interessant. Okay, können wir mit dem Schlüssel öffnen? Dahinter ist aber was. Okay. Zumindest einer weniger. Komm du mal her. Gut, du hast mir keinen Bock zu mutieren. Nett. Willkommene Abwechslung. Gut, wir sind jetzt wieder hier unten. Alles klar. Jo, und da waren wir auch schon drin.
Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden mal die Folge. Ich guck mal, was das hier mit dem Encodieren so auf sich hat, warum das nicht so rund läuft. Und ja, von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.